Herzlich willkommen zu meinem neuen Film. Heute begleitet ihr mich beim Ausbau der kreativen Werkstatt auf dem magischen Berg in meinem Dorf. Hier seht ihr die ersten Bilder vom Ausbau und von der Lage der Werkstatt. Wir befinden uns ganz rechts im Dorf, wo sich der magische Berg mit einer stolzen Höhe von 1,40 Meter erhebt. Vor dem Ausbau steht da nur das Grundgerüst mit dem Gips. Zugang habe ich glücklicherweise von zwei Seiten. Von vorne klettere ich über das noch nicht fertiggestellte Gebiet der Kneipe nach oben und der zweite Zugang erfolgt dann seitlich mit Hilfe eines Hockers. Und hier dann die äußerst rückenfreundliche Arbeitsposition. Fertiggestellt wurden bereits die alte Bibliothek und hier die neue Werkstatt. Und darüber befindet sich ein kleiner Sitzplatz mit Hängeschaukel. Die Bauanleitung hierzu findet ihr dann im Film Märchenhaft schöne Plätze. Hier seht ihr die noch nicht eingerichtete Bibliothek. Die Herausforderung lag darin, dass der Raum mit Gipswänden bereits vorgegeben war und alle Regale direkt an die Wand angepasst werden mussten. Das war recht arbeitsaufwendig. Dafür hat der Raum nun ein völlig anderes Aussehen erhalten durch die Gipswände und er sollte ja eigentlich auch möglichst magisch wirken. Wer sich für den Ausbau interessiert, der kann sich gerne den Film Ausbau der alten Bibliothek anschauen. Alle Bücher und Buchstaben im Raum wurden selbst gefertigt und Figuren beleben natürlich zusätzlich den Raum und da ich noch nicht viele Figuren habe, sind die Tiere ein ganz guter Ersatz dafür. Dann hier zum Ausbau der kreativen Werkstatt. Vorbereitet habe ich den Bau dann zu Hause. Hier steht der Raum dann mit Wänden, dem Boden, den ersten Regalen, dem Erker und dem Dach mit kleiner Pergola, damit man besser in den Raum einblicken kann. Und darunter befindet sich dann später der Arbeitsplatz. Einige Accessoires, wie zum Beispiel den Froschbrunnen, den hatte ich schon vor Jahren angefertigt, der hat jetzt hier einen schönen Platz erhalten. Hier blicken wir ins Innere auf die Vielfalt der Deko. Ein richtiger Glückskauf war der Netzstoff aus dem Halloween-Deko-Bereich. Dadurch ergibt sich ein einheitliches und hoffentlich auch magisches Ambiente. Der Fußboden wurde aus einem Tischset gefertigt. Die Anfertigung des Regals zeige ich euch dann später. Es wurde aus Pappwollen angefertigt. Und hier noch der Arbeitsplatz mit einigen angefangenen kreativen Arbeiten, wie hier zum Beispiel eine gewebte Vase, Websterne, Töpfe, Kissen und sonstiges. Kannst du mir mal beim Sauber machen? Genau, der Staub. Weil ja so viele Leute interessiert dran sind, wie man hier sauber macht. So, oh, da war's schon. Hier seht ihr noch das Pappmodell, das brauchte ich hier mal zum Einpassen. Und man sieht hier den seitlichen Nebenausgang zum Brunnen und den Schlaferker. Unter dem Erker soll später noch eine Ecke mit Liegestuhl angebracht werden.
Im Gegensatz zu vielen anderen Gebäuden im Dorf hatte ich hier mal richtig viel Platz. Der Großteil des Raumes nimmt dann später einen Arbeitsplatz ein, dekoriert mit Regalen, Truhen und Schränken. Und im hinteren Bereich befindet sich dann der kleine Schlaferker mit Metallbett. Der Eingang zum Raum besteht momentan noch aus einer Felsspalte. Die wollte ich etwas abdecken und überlegte mir, einen Bogen anzufertigen und dahinter einen Vorhang oder eine Tür anzubringen, um den Spalt dann abzudecken. Hier folgt dann die Bauanleitung für den Bogen. Er wurde gefertigt aus Styropor und mit Ornamenten verschönert. Dahinter wollte ich dann entweder eine Holztür anbringen oder wie hier dann Vorhänge aus Perlen. Der gegipste Bogen fügt sich dann schön in das vorhandene Mauerwerk ein. Dann zu den Möbeln. Hier sieht man das gemischte Konvolut, das so gar nicht zusammenpasst, außer in der Größe. Das runde Regal wurde selbst gebaut aus einer Küchenrolle und mit Schubladen und Ornamenten ausgestattet. Dann wurde alles farbig überarbeitet im Chevy-Look. Und das Schöne am Selbstbau ist, dass man das Zubehör dazu bauen kann, wie zum Beispiel hier die Aufbewahrungskiste. Hier dann das fertiggestellte Regal. Das Zubehör besteht überwiegend aus Perlen, Flaschen und einem Krug und wurde festgeklebt. Auch die restlichen Möbel wurden farbig angelegt. Hier ein schnell gemachter Hocker aus Schaumstoff und ebenfalls dem Stoff von einem Tischset. Auch kaputte Möbel können gerettet werden. Hier hatte ich gleich zwei Tische mit fehlenden Beinen. Die Farbe wurde hier schon aufgebracht und dazu fand ich dann passende Holzbücher aus dem Handel, die ich sowieso nicht brauche, weil ich Bücher sowieso selber erstelle. Mit den Stapeln wurden die Tische dann abgestützt und ergeben zusammen einen ganz brauchbaren Arbeitsplatz. Nun füllt sich der Raum. Das Schöne an Kisten ist, dass sie auch schnell mal mit jeglichem Mist gefüllt werden können und trotzdem gut aussehen. Und jeder, der bastelt, hat ja selbst zu Hause solche Kisten mit allem möglichen Mist in der Werkstatt. Schmuck eignet sich zum Dekorieren auf vielfältige Weise, ob in Schubladen, in Kisten, auf Regalen oder an der Wand. Um die Lämpchen dann abzudecken, habe ich hier farbige Weidenkugeln eingesetzt. Von den schwarzen Metallkugeln hatte ich leider nur noch drei Stück. Die hängen jetzt über dem Arbeitsplatz. Hier die ersten Textilpflanzen. Die eigentliche landschaftliche Ausarbeitung erfolgt ja erst nach Fertigstellung der restlichen Räume. Geplant sind noch eine Kräuterküche, ein Schlafraum, ein Badezimmer und ein Pavillon für den Garten. Es gibt also noch einiges zu tun.
Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Film dann auch wieder mit dabei seid. Ciao, ciao!